So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Survival Mars. Die Sache ist die, wir haben ja immer so Probleme gehabt mit unserer vorherigen Map und ich habe mir jetzt gedacht, ey, wir haben uns jetzt so gesehen reingetastet und jetzt machen wir richtig. Dafür nehmen wir jetzt ein Bild. Europa, Spacey. Okay. Ne, machen wir das. Nein! Warum sind hier keine Töne? Wie niedrig habe ich denn die Audio? Ich höre einfach gar nichts. Also ich mache jetzt nochmal. Lass ich so. Wissenschaftler. Lass mir jetzt alles. Gut. Weiter und wir nehmen dann natürlich wieder einen Ort, der eigentlich relativ einfach ist. Metalle gibt's viel, Beton gibt's viel, Meteoriten gibt's Staub. Ich muss gerade gucken. Möchte eigentlich gerne Metall und Beton. Eigentlich ist das der beste Spot. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da vorher schon war. Ich glaube sogar schon. Wir fliegen da jetzt aber nochmal hin. Es gibt viel Metall, das ist gut. Ich versuche dann das jetzt nochmal durchzuspielen. Warum gibt es denn keinen Ton? Hä, ich höre einfach null. Warte mal. Woran liegt das denn? Habe ich die Sounds aus? Hä? Ich lasse das jetzt mal. Möchte mal ganz kurz gucken. Ey, bin ich blöd oder was? Höre ich nur ich das nicht? So. Problem ist, eigentlich habe ich ja vier Instant-Dinger. Okay, das ist schon mal ganz gut. So. So. Gut, ich würde nämlich, ich habe gerade ein paar Probleme, wartet mal, Leute. So, jetzt haben wir im Hintergrund die Musik. Gut, ich würde eigentlich so landen, dass wir das in unserem Radius haben. Aber auch gleichzeitig andere Dinge. Ich würde vielleicht so landen. Haben wir mehrere Dinge im Radius? Ja, okay. Ich habe auch schon ein paar Dinge jetzt eigentlich mal als Forschung gemacht. Ich werde jetzt erstmal Terraforming beiseite lassen. Ich werde mich jetzt nur noch auf Biotech und Robotik und vielleicht noch auf Sozial konzentrieren. Das sind jetzt so meine Main-Sachen. So. Sein nächster Schritt. Ach komm. Sein nächster Schritt war ja. Universallager. Ja, eigentlich ist es gerade ja. Das Lager für alles. Und eine Mülldeponie. Die machen wir mal hier hin. Gut, dann die nächste Sache. Wir brauchen auch noch Strom. Den kriegen wir eigentlich, indem wir. Warte mal. Wenn wir hier aber eine Basis bauen, können wir das Teil hier vom Prinzip her einebnen? Geht das? Nee, das nicht. Rampe ebnen. Zu flach. Das würde aber gehen. Okay, das ist dann schon mal nicht eine Option. Gut. Dann müssten wir eigentlich in die Richtung ausbauen. Und das heißt, wir bauen hier hinten sowas wie Windkraft und so. Das produziert natürlich 5.
Energie und das ist dann natürlich eigentlich effektiver. Ach komm, wie hat man die jetzt nochmal? Ach so, ja. Gut, wenn wir die jetzt so platzieren, dann kriegen wir irgendwann unsere Sache. Brauchen dann nur noch einen Akku, den platzieren wir hier oder wir platzieren gleich mehrere, zwei, drei Stück. So. So. Ja. So. Ah, da noch einen hin. Und noch einer. Und dann bauen wir mal ganz kurz ein paar Stromkabel. So, so. Und vielleicht warten wir den Soll mal ab. Gut. Mal gucken, wie lange das noch. Wir haben nur bis jetzt nur 300 Forschungssachen. Das ist, wie ich finde, eigentlich sehr schwach. Werden wir sehen, wie das alles hier ablaufen wird. Aber manchmal geht meine Tastatur jetzt nicht. Auch schuldig, weil, falls ihr die Tastatur hört. Ich kann das nicht vermeiden, schuldig. Okay. Ja, okay, die müssen jetzt auch alle gebaut werden. Ja, die Aufnahme ist gerade abgekratzt. Ja, ich wollte zeigen. Übrigens nochmal schuldige, falls ich es jetzt noch nicht gesagt habe. Mit dem Geklickereien, die kann ich jetzt nicht vermeiden. Obwohl, warte mal. Ich habe die jetzt mal unter den Tisch auf dem Schoß gepackt. Ich guck mal, wie das damit ist. Es wirkt für mich schon ein bisschen leiser. Ich muss noch mal gucken, wie ich das mache, aber ja, das ist eine andere Sache. Ich habe halt diese Kuppel, die man schon vorher kriegt, hingeplatziert. Hab sonst noch ein bisschen Strom da drüben erzeugen lassen und sonst, ja. Das Typische halt. Da wird nochmal Wasser produziert, das kommt hier hinten hin. Das produziert das ganze Zeug hier. Und eigentlich können wir ja schon anfangen, Sachen für die Kuppel zu bauen. Weltraumbar. Erstmal. Casino. Keine Lebensmittelläden. Lebensmittelgeschäft. Ja, okay, dann bauen wir jetzt erstmal ein Lebensmittelgeschäft. Zack. Hoffentlich war es das. Lebensmittelgeschäft. Gut. Kleiner Kunstladen. Kunstladen, Elektroladen. Weltraumbar. Kleine. Okay, können wir auch mal machen. Casino. Nee. Quartiere. Ich muss mal ganz kurz gucken, welche Knöpfe jetzt was machen. Hiermit, okay. Kleine Quartiere. Wir hatten auch große. Ja, Quartieranlage. So, die würde ich da platzieren. Dann eine Schule. Forschungslabor, das ist wichtig. Die kommt dahin. Ja, und sonst halt noch so ein paar Detailsachen. Sicherheitsstation. Kann ich die nicht in der Mitte machen? Nö. Dann baue ich die einfach hier. Ja, ich würde die da bauen. So, und was kann ich denn jetzt noch bauen?
Nee. Kuppeln. Nein. Vielleicht unter Nahrung nochmal war das. Ah ja, so. Aquakultur. Farmen, so hießen die Dinger. Hydrokultur. So. Davon platzieren wir gleich ein paar. Und was kann ich da anders so sagen? Warte mal, eine Sache muss ich noch nachgucken. Wenn ich jetzt Kuppeln habe und Durchgang machen möchte, kann ich das? Ja, würde gehen. Gut, dann lass das mal bauen. Das wär dann erstmal der Anfang. Ich mache jetzt alles so nach und nach. Als nächstes hätten wir ja die Sachen eigentlich hier, ne? Könnt natürlich auch schon gucken, dass wir die ein oder anderen Sachen machen, aber ja. Ich gehe jetzt mal auf schnell. Fehlen uns Ressourcen. Eigentlich ja. Nee, wir nein, nein, bis jetzt noch nicht. Noch gar nicht. Hier wird zwar noch langsam produziert, aber es dauert natürlich noch, bis dann die Produktion hochkurbelt. Ich würde einfach ein eigenes Depot jetzt für Metall. Beton. Und ja, was gibt's denn noch? Elektronik können wir auch mal machen. Eigentlich gibt's für alles. Polymer. So, lassen wir es erstmal so. Ja. Lassen wir es alles bauen. Gucken mal weiter, was da noch gemacht wird. Ich muss halt unbedingt die unterirdischen Metalle machen. Ach, das ist Freundschaft. Getanke. Erkunder. Dann erkundest du mal diese Anomalie. Anomalie analysiert. Neue Technologie kann erforscht werden. Was ist es denn? Es ist. Lass mich mal in Ruhe. Gibt es mehrere Sachen jetzt? Low G Windrad-Upgrade. Erhöht die Stromerzeugung um 33%. Cool. Automatische Sensoren hätten wir da auch noch. Robotik. Stilllegungsprozent. Schlachten von Gebäude. Ja, okay. Weiter geht's. Ich lasse ihn da weiterhin fahren. Dann lasse ich hier noch ein bisschen. Ja, haben wir noch gar nicht. Dann gucken wir, was wir sonst noch so machen können. Hier ist alles schon fertig. Die Dinger sind auch rappelvoll. Drei von den Dingern sind sogar auch schon fertig. Da brauchen wir nur Beton. Da brauchen wir auch nur Beton. Da brauchen wir Beton und Sachen. Und da brauchen wir auch nur Beton. Wir brauchen bei ganz viel nur Beton. Genau, das arbeitet gerade noch ein bisschen langsam. Ich würde vielleicht hier auch eine ganz große Müllhalde nochmal machen. Hier hinten. Hier so. Wassernetz. Also ich muss halt gucken, was ich da sonst noch so mache. Wir haben bis jetzt immer nur noch 400 Forschung. Da können wir halt mehr machen. So, was gibt's denn noch, was wir vielleicht noch brauchen könnten? Wir haben Sicherheitsstation, wir haben Dinner, wir haben Krank. Haben wir eben noch nicht, das brauchen wir nämlich noch. So, eine Krankenstation. Lebensmittelgeschäft, Kunstladen, haben wir noch nicht, aber das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Freiluft, Fitnessareal.
Wäre es das so wichtig? Naja, es ist eigentlich für die Vergnügung. Ja, okay, komm. Warum nicht? Dann müssen wir halt einfach mal gucken, dass wir sonst noch mal weiter gucken. Gut, aber die Dinger sind auch immer jetzt dauerhaft voll. Also daran kann es schon mal nicht haken dann. Nur einige Gebäude brauchen natürlich jetzt schon. Wir können jetzt eigentlich schon eine Passagierrakete anfordern. So, alle nochmal weg. Ich gucke selber, wer mit darf. Botaniker, Geologe. Ja, wofür braucht man Geologe? Fähigkeit, keine Komfortbußen beim Essen. Ah nee, warte mal. Was macht ein Geologe? Ach komm. Wissenschaftler, Botaniker, Ingenieur, Wissenschaftler, Offizier. Was machen die Geologen? Ja. Aha. Botaniker, Botaniker. Keine Sache. Hey, komm, dann nehmen wir halt zwei Geologen mit. Sonst noch ein Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler. Dann würde ich sagen, schicken wir sie los. Und ja, das wär's. Wir haben es soweit geschafft. Die Rakete kommt los. Ja, die sah doch mal anders aus. Passagierraketen. Die sahen anders aus früher. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt natürlich andere Leute habe, ne? Operation One, Freundschaft One. Tank, stimmt. Da gibt's das, das, das. Gut. Sonst können wir nämlich jetzt auch noch mal. Sonst können wir nämlich jetzt auch noch mal gucken, dass wir für Elektro. Ah, nee, können wir noch gar nicht bauen. Treibstoff aber auch nicht. Shit, also wird das Ding noch erstmal bei uns bleiben. Nee, das. Gut, was wäre denn unsere nächste Technologie? Eigentlich können wir nur eine der Sachen nehmen. So, so. Denn sonst hätte ich nicht mehr viel anderes. Hier läuft es auch und hier läuft auch alles. Bis jetzt ist es relativ stabil. Ich kann ja den nochmal auf irgendeine Mission losschicken. Was, sonst haben wir alles. Sind natürlich noch ein paar Gebäude nicht funktionsfähig. Ja. Alles wird noch. Das kommt noch alles. Forschung ist nochmal komplett. Also selbst da haben wir wieder was. Erhalte einmalig Geld in Höhe von 100.000 Millionen. Also 1 Milliarde eigentlich. Würde ich mir noch aufsparen. Ich glaube, ich könnte eigentlich die Audio vielleicht noch ein bisschen weiter hochschrauben. Für euch. So. Wir haben bei den vielen Sachen eigentlich gar keine Probleme. Aber es wäre natürlich trotzdem schön, ein paar Forschungen jetzt zu haben. Ich habe mich gerade nur gewundert, warum da unten was war. Das hatten wir auch vorher, meine ich. Auch hier, guck mal, hier haben wir weitere Erkundungen natürlich jetzt. Planetarische Erkundung. Entdecke 6 neue Planetenanomalien. Aber das wäre ja auch nicht so die Sache. Dozer Rover. Wir könnten natürlich ja bei Physik natürlich jetzt die Turbinen machen. Könnten aber, wenn wir jetzt hier nichts Besseres finden, da werden wir ne sehen, könnten wir natürlich auch Terraforming ein bisschen was machen. Dann können wir zumindest ein bisschen anfangen. Gibt es jetzt überhaupt schon irgendwas für Terraforming? Noch nicht. Hauptstadt. Benötigt Atmosphäre. Okay. Also dauert's. Das dauert noch eine Weile. Wie wir es ja kennen. So, ich hoffe, dieser Spielstand und auch insgesamt wird uns nicht so viele Probleme bereiten wie der vorherige.
Weil da hatten wir auch Probleme, dass die ein oder andere Sache Probleme hatte. Vor allen Dingen Geld und dann auch noch, dass alles so weit entfernt war und dass wir dann echt, ja, wir haben einfach Probleme bekommen. Leuchtende Kind können erforscht werden. Was denn? Ach, wahrscheinlich sind das halt diese Terraforming-Sachen jetzt, die ich da habe. Meilenstein erreicht, so. Ernteausfall. Okay, ich muss mir jetzt ganz kurz angucken. Oh ja, hier leben das, das, das. Hier arbeiten die. Und hier wohnen die. Hier arbeiten die, hier arbeitet er. Hier arbeitet die, hier arbeiten die. Hier arbeitet die. Eigentlich läuft es ja jetzt, ne? Wenn das jetzt eine Zeit lang läuft, dann werde ich natürlich noch mehr Leute schicken. Aber dafür muss es erstmal eine Zeit lang laufen und das ist auch schon mal eine große Herausforderung. So, Meilenstein erreicht. Ein neuer Anfang. Ernteausfall, neue Kolonisten 12, ja. Analysiert noch. Sonst haben wir hier aber auch nicht so viel. Sonst sind wir nämlich auch gleich wieder fertig. Oh, stimmt. Das war nämlich jetzt die Sache, die ich ja eigentlich damit bezwecken wollte. Metallextraktor. Da. Und wo ist das andere? Das war nämlich eine Forschungssache. Ranch. Außenranch. Nee. Na, das ist es nicht. Wo ist das denn? Drohnen. Ach, wir haben sogar einen Drohnen-Hub. Ist die Frage, wo platziere ich denn das jetzt? Ich könnte das natürlich jetzt so platzieren, dass es alles mit abdeckt. Aber nee. Ich glaube, ich platziere das hier unten, weil da ich ja hier unten nochmal Kuppeln bauen möchte, dann würde ich das so platzieren, dass natürlich diese Kuppeln auch mit übergreifen wären. Da würde ich die da platzieren. Dazu noch ein bisschen Strom. Zack. Oh, und dazu noch muss ich gucken, was ich sonst noch so bauen kann. Tunnel, Sensorturm, Edelstahl. Okay, wo ist es? Ich weiß nicht, wo es ist. Ranch, Farm, Forschungssache und so. Ach komm. Forschungsboost 50%. Ja, ich such halt gerade eine Sache, damit ich halt das vor erforschen kann. Aber wo gab's das? Hä? Musste man das erforschen noch? Aufladestation. Okay, vielleicht soll ich eine Aufladestation noch bauen. So, Shuttle Hub. Solarkollektoren, Windkraft, Starling-Generator, fortgeschrittener Starling-Generator. Nee. Moxide, Sauerstoff, Extraktoren. Nö. Nö. Mann. Nö. Nö, 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 nö. Nix. Nö. Ist nix. Gut, dann müssen wir das wahrscheinlich noch erforschen. Was war das denn nochmal für eine Forschung, die ich dafür machen musste? Ich weiß es ehrlich gesagt nämlich nicht. Aber euch allen geht's hier. Hä? Gründer. Ach so. Im Gründerstadium. So. Ja, sonst weiß ich noch nicht.
wie das klappen soll. Aber wo hatten wir das denn? Irgendwo hatten wir das ja. Maschinenteile, kleine Maschinenteile, Treibstoff. Ich verstehe das nicht. Wo das ist. Nö, keine Ahnung. Das muss man anders mal wo gucken. Krankenstation, Sicherheitssache, Kunstladen. Nee. Nö, wirklich nix. Cool. Das läuft ihr gut. Ja, stimmt. Weizengras ist ja das Einfachste. Das bauen die auch an. Gut. Stadium neue Anomalie erforscht. Oder wie? Oder haben wir jetzt eine neue Anomalie gefunden? Nee. Wir haben offenbar eine neue Anomalie zum Forschen. Und Drohmschwarm haben wir jetzt abgeschlossen. Oh. Hä? Warum haben wir jetzt. Ach, warte, weil es dunkel ist und natürlich wird da nicht weitergemacht. KI. Erkunder-KI. Ich würde das machen. Ja, sonst könnte man natürlich die Turbinen machen. Aber. Ja, Terraforming. Erkunder-KI. Ich guck weiter, wenn es soweit ist. Ich verstehe nur gerade nicht, warum das Ding nicht hier ist. Geht's den allen gut? Was ist denn überhaupt dieses Shuttle-Ding? Dient zur Unterbringung von. Zum Auftanken von Shuttles. Transportiert um den Langstreckentransport zwischen. Ist mir möglich. Okay, scheint eine ganz gute Sache zu sein. Ingenieurswesen, Hochhaus. Wäre eine Möglichkeit, die wir dann nutzen können. Ich nehme mal das und Physik noch. Also, wie viel machen wir jetzt? Ja, oh, ordentlich. So, weiter geht's. Gut, was machen wir denn jetzt? Erstmal weiter. Wir haben ja eigentlich genug Energie. Ja, 10 mehr, ne? Wasser. Wir könnten vielleicht bei Wasser nochmal gucken, aber Sauerstoff erzeugen wir auch gar nicht genug. Und wir haben halt Leute und ich weiß jetzt nicht, wie es denen geht, aber ich vermute mal nicht so schlecht. Warte mal. Komfort. Wohnorte und Gebäude erhöhen, um das Komfort entsprechend des Service anzupassen. Kein verfügbares Servicegebäude. Gaming. Was ist das? Moral. Gesundheit. Repräsentiert Zufriedenheit von Optimismus und Loyalität. Andere Werte wirken sie Moral aus. Okay, wenn die anderen Werte gut sind, dann ist Moral auch gut, offenbar. Ja gut, dann Gaming-Komfort. Wie sieht das denn aus? Weltraumbar. Lebensmittel. Vielleicht ein kleines Casino oder sowas halt. So was kann ich mir vorstellen. Casino, da. Ach du Scheiße, das ist so ganz großes. Ja, eigentlich kann ich das dann auch in der eigenen Kuppel wieder platzieren, ne? Wenn schon, denn schon. So. Kann ich nicht auch eigentlich wieder sowas bauen? Kosten. Das. Wir bräuchten, wenn eh, noch ein bisschen Polymer. Der ist halt schon alles mit dabei, ne? Weiß nicht, wie effektiv wäre das denn? Ja, lass mal planen. Warum denn nicht? Dann können wir nämlich. Oh shit, ich glaube, ich habe ein Problem. Wir können ja mal testen. Oh nee, doch nicht. Dann können wir nämlich so bauen. Gut. Wir brauchen nur eine weitere Rakete. Eine Frachtrakete mit Polymer. Davon können wir gleich
einiges mitnehmen. Maschinenteile. Achso, hier wird ja auch angezeigt. So, dann können wir hiervon noch ein bisschen was kaufen. Haben wir eigentlich von den anderen Sachen ja noch ganz genug. Starten wir sie mal. Gut. Okay. Ja, den drin, da geht's doch alle relativ gut. Ja, so relativ. Ich würde mich jetzt eigentlich gerne an Treibstoff ranmachen, ne? Ja, Klappe. So. Extraktionsverstärkung. Ja, okay. Boah. Gut, Leute, sonst würde ich aber erstmal sagen, das war's mit der Folge. Hoffentlich hat euch's gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.